Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Jawohl, endlich ist es wieder soweit. Unsere 10-Euro-Überraschungsshow steht für Sie hier in den Startlöchern. Und wie der Name schon sagt, kostet alles hier nur 10 Euro. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht auch gleich mehrfach zuzugreifen. Bis zu 5-mal dürfen Sie das nämlich gerne. Es sei denn, es kommt hier unser Preisalarm. Und wir drei, wir wissen auch noch gar nicht, was uns hier erwartet. Aber Diana, die weiß das. Und ich würde sagen, die holen wir doch mal direkt zu uns. Tun wir das noch. Ich bin gespannt, wo die Reise heute hingeht, aber was Monika gerade gesagt hat, 5-mal maximal pro Besteller, aber immer schnell sein, wenn Ihnen was gefällt. Wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent und beginnen mit einem 4-in-1 Mini-Schlüsselfinder. Sehr, sehr, sehr gut. Unglaublich praktisch. Ja. Okay. Hoppla. Richtig praktisch. Wow. Die werden ganz einfach mit Ihrem Handy verbunden über Bluetooth. Und dann können Sie mit diesem Anhänger Ihren Schlüssel finden, egal wo der ist. Sie kriegen ein Signal und können den dann ganz einfach wiederfinden. Aber nicht nur Schlüssel, ich verlege meine Fernbedienung gerne mal. Ingo, jetzt meine ich in der Grafik da zu sehen sogar 2, stimmt das? Ja, tatsächlich, ist sogar ein Zweierset. Ein Zweierset, also egal, ob du das eine oder das andere nicht findest oder laufend suchst, du findest beide. Wo kann man das sonst noch dran machen? Also Schlüssel, ich kenne Leute, die suchen permanent ihren Schlüssel, weil sie nie wissen, wo sie ihn hingelegt haben. Ja. Das kann teilweise auch mal ganz, ganz viel Zeit in Anspruch nehmen. Was wäre es noch? Was sucht man ständig? Ach so, kleine Sachen, da kann man das ganz einfach anbringen. Das Coole hier dran ist ganz einfach, dass es ein Zweiwege-Kommunikation ist. Das heißt, auch wenn Sie Ihr Handy mal verlegt haben, können Sie hier an Ihrem Schlüssel einfach auf den Knopf drücken und schon fängt Ihr Handy an zu piepen. Es hat außerdem noch eine GPS-Ortung dabei. Das heißt, Sie können auch genau sehen, wo ist denn das jetzt, wenn es in Bluetooth-Reichweite ist. Es hat außerdem, das finde ich eben besonders toll, finde ich sehr, sehr praktisch, ein Signal, wenn Sie sich zu weit davon entfernen. Dann wäre das ja auch eine kleine Alarmanlage fürs Fahrrad. Eine Alarmanlage fürs Fahrrad, natürlich. Man sitzt irgendwo im Café und sein Fahrrad steht da irgendwo bei den anderen Fahrrädern. Und wenn dann jemand versuchen sollte, Ihr Fahrrad zu klauen, haben Sie das irgendwo unterm Sitz untergebracht und kriegen ein Signal, wenn jemand sich diesem Fahrrad, mit dem Fahrrad dann von dann machen will. Aber ich finde es praktisch, du warst ja schon mal bei mir. Mhm. Parkplätze sind so mäßig gut zu finden. Schwer zu finden, ja. Schwer zu finden. Ich wohne in einer Wohngegend, ganz einfach. Ich könnte das an mein Handy machen, ans an meinen Autoschlüssel. Und wenn ich dann Freitagabend, ich komme immer sehr spät nach Bremen zurück, mein Auto abgeschlossen habe und dann zu Fuß nach Hause gehe, würde ich wissen, jetzt habe ich mein Handy im Auto gelassen. Das ist mir schon 3-4 Mal passiert. Ach so, wenn du das Handy vergisst und hast dann noch einen weiten Heimweg, ja. Ja. Dann gibt es da Alarm. Andersrum, wenn du den Schlüssel irgendwo verlässt oder vergisst, genau. Gibt es genauso Alarm. Also das ist auch nicht schlecht. Aber nein, wie ist mir wirklich schon 2-3 Mal passiert, dass ich irgendwie da nach Hause kam. Ach, mein Handy im Auto gelassen. Und dann wieder zurück marschieren. Da musst du wieder zurück. Wie geht das? Das liegt also auf dem Monika, dass ihre Hand, dass das mit Handy, das war Handy. Du, aber andersrum wird ein Schuh draus. Diana, wie weit bist du gefahren, weil du keinen Schlüssel hattest? Ja, also nach Hause. Nach Hause, dann wieder her. Dann hast du dich mit deinem Freund irgendwo auf halber Strecke gefunden. Ja, weil ich habe meinen Schlüssel vergessen in Wohnung. Das wäre dir hier auch nicht passiert. Ja, natürlich, weil ich habe dort und hin 200 Kilometer gefahren. Ich finde es immer noch toll für die notorischen Schlüsselsucher. Stimmt. Ja, als Grundfunktion schon fantastisch. Also, du kannst sogar dein Smart Home damit automatisieren. Das heißt, du kommst rein und schon geht das Licht an, die Stereoanlage, die Kaffeemaschine geht an. All diese Sachen. Also, wenn du ein Smart Home hast. Wenn du ein Smart Home hast, ganz genau. Die Bestellnummer ist die ZX5253 und die 569 für das Zweier-Set. Sie kriegen 2 davon. Und damit ist ein Schlüsselverlieren ein Ding der Vergangenheit. Also, es hat richtig toll angefangen. Und ich buzzer nochmal. Und wir holen das nächste Produkt. Oh, da brauche ich eigentlich gar keinen Zettel dafür. Und ich weiß, dass jetzt die Nachfrage wieder ganz, ganz groß sein wird. Weil wir haben natürlich eine super flauschige Mikrofaserdecke, die hier 1,70 Meter mal 1,30 Meter groß ist. Oh. Ingo, willst du jetzt Monika die halbe Decke klauen? Guck mal, das passt. Ich habe das Produkt gekriegt, dann darf ich es auch benutzen. Süß. Die ist so kuschelig. Wie ihr.
Ist waschbar, ist Trockner geeignet, das ist auch ganz wichtig. Und Rosa aus Braunschweig schreibt zum Beispiel, speziell in der kühlen Jahreszeit freut man sich über diese außergewöhnlich leichte, aber warme Kuscheldecke. Und ich glaube, in jedem Haushalt, in dem sich Damen befinden, müssen eigentlich immer genügend Kuscheldecken vorhanden sein, oder? Monika, wie viel hast du? Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe auf jeden Fall wirklich einige, nicht nur zu Hause, auch in meinem Auto habe ich ein paar, falls mal irgendwie länger Stau ist oder ähnliches. Auch für meinen Hund zum Beispiel, dass der da drauf kuscheln kann. Also ich finde das wirklich klasse, aber für 10 Euro habe ich noch nie so eine fantastische Kuscheldecke gesehen. Also auch als Tierdecke ist mit Sicherheit ja, eine gute Idee. Also Hunde oder Katzen, die werden sich alle darüber freuen. Ich würde so eine auch ins Auto, zumindest im Winter, ins Auto legen. Weil habt ihr das mal gehört mit diesen kilometerlangen Staus, teilweise über Nacht im Winter? Ja. Wow, wenn man da eine Decke im Auto hat, ist man auch froh. Und wenn Sie auch noch eine Kuscheldecke brauchen, die Bestellnummer ist die NX7399 und die 569. Ich denke jetzt auch schon mal an die Balkonzeit oder die Terrassenzeit, weil abends wird es dann auch, wenn es tagsüber schön ist, noch früh kalt und man möchte trotzdem draußen sitzen, dann sollte man seinen Gästen und seinen zumindest weiblichen Familienmitgliedern vielleicht noch eine Kuscheldecke bereitlegen, dann kann man länger draußen sitzen. Ich finde das auch immer nett, wenn in Restaurants, wo man draußen sitzt, wenn da immer Decken liegen, kann man sich dann noch mal draußen gemütlich machen. Es ist so schön, abends draußen zu sitzen. Hier mit der Decke, da brauchen Sie, können Sie bis zu 5-mal bestellen. Damit haben Sie auch genug Kuscheldecken hier. Diese Decke ist groß genug. Sie haben das gesehen, dass Moni und ich da runtergepasst haben. Vielleicht auch abends mal einfach aufs Sofa eine schöne CD hören, Fernsehfilm gucken, was Schönes. Also es ist richtig gemütlich, diese Decke. Und die Farbe ist der Hammer. Dieses Anthrazit sieht sehr elegant aus. Dann nochmal die Bestellnummer für Sie. Das ist die NX7399 und natürlich die 569, weil nur damit bekommen Sie diesen fantastischen TV-Sonderpreis. Und ich weiß nochmal, wenn weibliche Wesen im Haushalt wohnen, kann man nicht genug Kuscheldecken haben. Und Sie kennen ja den Spruch, Happy Wife, Happy Life. Das gilt auch hier, weil wenn Frauen frieren, sind sie teilweise nicht so ganz leicht zu ertragen. Magst du buzzern, Ingo? Dann buzzer ich mal, rufe Diana wieder. Wir gehen durch viele verschiedene Sparten und ich höre etwas klimpern. Das klingt nach Küche für mich. Ich habe einen Verdacht. Ja, wurde fast so bestätigt, wie ich mir das gedacht habe. Und zwar sind das doppelwandige Gläser. Ja, und zwei zwar Stück. Zweierseits. Richtig. Also, die hole ich mir noch. Ich habe so doppelwandige Kaffeetassen, die ich liebe. Ich trinke wirklich Kaffee nur noch aus diesen durchsichtigen Borosilikatgläsern. Aber das hier ist prädestiniert für, ich würde sagen, Latte Macchiato oder ähnliches, weil es auch noch schick aussieht. Aber auch für Kaltgetränke, wie wir ja sehen. Richtig. Minus 30 Grad Celsius bis plus 220 Grad Celsius hält das hier stand. Also kalt natürlich jetzt dann auch im Sommer wieder hervorragend. Aber eben jetzt gerade aktuell auch noch in der etwas kälteren Jahreszeit. Vielleicht mal einen Tee, vielleicht wirklich mal so ein Latte Macchiato. Es sieht einfach immer, finde ich, sehr schön aus, wenn das dann mit dieser Milch so zusammengemischt ist. Und hier ist es eben noch mal toller, weil hier in diesem Glas drin das auch noch mal so versetzt ist. Genau, das ist so ein leichtes Muster und das hat natürlich eine Doppelfunktion. Erstens mal optisch ein Highlight, wir haben das gerade an diesem Fruchtsaft oder was es war gesehen. Toll. Aber andererseits bleibt Kaltes durch die Isolierung länger kalt und Heißes bleibt länger heiß. Also das ist wirklich toll. Ich hole mir die noch. Ich habe Kaffeetassen, normale, also Gläser, auch aus doppelwandig aus Borosilikatglas. Und das hier ist natürlich nochmal eine Steigerung. Du hast ja auch einen neuen oder relativ neuen Kaffee-Vollautomat. Ich wollte gerade sagen. Machst du dir auch Latte Macchiato? Latte Macchiato, Cappuccino, Frappe, das gibt so viele verschiedene. Und sieht hier besser aus? Ja, natürlich, das sieht besser aus. Und mir gefällt, dass ich, wahrscheinlich auch für Tee, das ist auch gut, weil ich liebe heiße Tee. Mhm. Wirklich, das muss heiß sein, aber natürlich kannst du nicht in Hand so tragen. Aber hier, wir haben Schönheit, wir haben, das ist auch praktisch. Und natürlich, ich bin begeistert von unserem Preis, nur 10 Euro für ein Zweierset. Wir haben ein Zweierset, ja, also Vor ganz Cocktails wichtig. Auch. Ja,
Komplett wird man ja immer mit 6 Stück. 3 Sets dürfen Sie auch hier gerne bestellen. Dann hat man 6 solcher Gläser. Also ich finde es schön. Und die sind übrigens unglaublich robust. Also jetzt nicht mit aller Gewalt gegen die Betonwand werfen, aber wenn die mal aus Versehen runterfallen, das nehmen die nicht so ganz übel. Die zerkratzen auch nicht, die sind kratzsicher. Spülmaschinen geeignet, du kannst sie sogar einfrieren. Du könntest hier also ein Eisdessert vorbereiten. Und ich glaube sogar Mikrowellen geeignet ist das Ganze auch noch. Also wirklich alles, was man irgendwie damit anstellen könnte, kann man damit machen, ohne dass sie das übel nehmen. Ja, also am besten hier direkt bestellen, unser doppelwandiges Trinkglas-Set hier. 2 Stück bekommen Sie und wir haben ja auch Kundenbeiträge. Zum Beispiel hat die Christa aus Berlin es ihrer Freundin geschenkt und die hat sich hier wirklich sehr drüber gefreut. Hält die Getränke auch noch länger warm, hat sie geschrieben. Oder die Sabrina, sie macht im Sommer ihre Green Smoothies dort rein, weil so kommen die auch dementsprechend hier zur Geltung. Aber auch meine selbstgemachten Latte Macchiatos werden in diesen Gläsern optimal zur Geltung kommen. Und die Finger bleiben eben kühl. Das ist eben ein Vorteil. Ja, ich finde es auch toll, dass die Spülmaschinen fest sind. Man kennt das, man hat vielleicht auch Angst, dass sie beschlagen. Das tun die auch nicht. Wir schauen mal auf pearl.de, was sie normalerweise kosten. Und Sie sehen, dass wir hier mehr als die Hälfte runtergenommen haben für Sie, für diese 10-Euro-Überraschungsshow. Normalerweise 22 Euro, bei uns nur 10 Euro. Die Bestellnummer für das Zweier-Set wohlgemerkt ist die NC 2770 und die 569. Gerne bis zu 5-mal bestellen. Weil ich finde das immer wirklich schöner, wenn man gleich mehrere Gläser einheitlich hat, mit der gleichen Form, wenn man mal Besuch bekommt. Das ist ja wirklich wunderbar. Also das ist wirklich ein Highlight. Mit Sicherheit. Und ich bin mir sicher, das nächste Highlight folgt auch gleich. Jawohl! Es ist nämlich der Preisalarm. Und das heißt, hier kommt ein extremst reduzierter Artikel. Ja, ne? Und deshalb mit der Eingrenzung maximal 1 Stück pro Besteller. Jetzt bin ich gespannt, was unser heutiger Preisalarm ist. Das ist ein Wecker, oder? Es ist ein Funkwecker sogar. Das heißt, der geht immer genau richtig. Wunderschön. Ganz, ganz wichtig für einen Wecker auch noch, dass man immer die exakte Uhrzeit hat. Und das ist hier, ich weiß nicht, wann wird die Uhr wieder umgestellt? Ich glaube, irgendwann im März. Ne? Letztes Märzwochenende, Samstag auf Sonntag von 2 auf 3 Uhr. Und man nimmt sich immer vor, alle Uhren richtig umzustellen. Aber ich übersehe immer 1 oder 2. Und hier kann das nicht passieren, weil die Uhr sich selber stellt. Sie können sich auf die Uhrzeit verlassen. Wenn Sie um 6.30 Uhr aufstehen müssen, dann klingelt der auch rechtzeitig. Also es ist so ein Retro-Look. Ja? Also mehr ist ein analoger Wecker, aber es ist natürlich ein digitaler, also zumindest das Uhrwerk. Und vor allem, es ist ein Funkwecker. Und Diana hat gerade gefragt, jetzt habe ich überlegt, wann ist denn der letzte Samstag im Mai? Aber 1. April ist Ostermontag. Ja. Dann müsste es der 30. auf, also am 31. eigentlich, das ist März. Der Sonntag, ja. 31. März müsste die Uhr von 2 auf 3 vorgestellt werden. Ja, wird uns eine Stunde geklaut. Sommerzeit. Oh nein, das ist unangenehm. Im Herbst kriegst du darfst im Oktober wieder eine Stunde nachschlafen. Ja. Du bist doch eh im Urlaub. Da bist du im Urlaub? Ja. So, jetzt hast du eine Stunde weniger Urlaub, siehst du? Ja. So einfach geht das. Ja, aber der ist ja auch, jetzt mal im Ernst, der ist ja auch praktisch mitzunehmen. Könnte mir passieren. Du, aber gerade zum Mitnehmen, gerade. Ja. Also ich hab seltenst ein Hotel erlebt, wo du einen Wecker auf dem Nachttisch hast. Ja. Mit dem Handy, das sollte man nicht unbedingt neben Bett liegen haben, also da wecken, nee, dann ist sowas natürlich praktisch. Wäre vielleicht auch eine schöne Geschenkidee so für notorische Verschläfer. Also es gibt ja die Leute, die 3-mal in der Woche zu spät kommen oder verschlafen, da so als Wink mit dem Zaunpfahl. Ich glaube, das wäre mal 10 Euro wert. Oder? Ja, das Coole ist hier auch, es ist ja eine analoge Anzeige, wir haben trotzdem eine Snooze-Funktion, lese ich hier. Was Sie da heute sparen, das gucken wir uns mal eben an. Das ist radikal reduziert. Normalerweise 24 Euro, was für so einen Funkwecker wirklich ein super Preis ist. Heute bei uns nur 10 Euro, weil Sie in der 10-Euro-Überraschungsshow sitzen. Ein toller Preisalarm hier. Ich habe den Wecker auch noch nie gesehen hier. Ich finde das super. Das sollten Sie jetzt erleben, jetzt abseits vom Wecker. Monika und Diana geben sich immer so Zeichen. Und Diana ist jetzt verzweifelt, weil ihr Urlaub eine Stunde kürzer ist. Oh, das ist natürlich hart. Das ist so unfair. Ja, natürlich. Dann musst du im Oktober noch mal in den Urlaub, dann holst du die Stunde wieder. Ich habe im Oktober Urlaub. Ich kriege eine Stunde extra. Eine Stunde länger Urlaub. Ja, der hat deine Stunde, clever, hat eine Stunde. Wirklich clever. Stimmt, habe ich nie drüber nachgedacht. Story of my life, ne? Du nimmst der Urlaub eine Stunde. Und okay. Ja, so haben wir ein Geheimnis gelüftet aufgrund eines Funkweckers. So, jetzt wissen Sie, Diana fehlt im März eine Stunde weniger.
Für Sie natürlich auch schön. Ja. Unsere Funkuhr mit Weckfunktion hat die Bestellnummer NC3182 und die 569. Ich finde die auch sehr schön, muss ich sagen. Hier mit diesem Ziffernblatt, was man auch gut ohne Brille lesen kann. Sind ja sehr kontrastreich und sehr einfach gehalten, das Ziffernblatt. Das finde ich immer wichtig. Er hat aber auch einen Sekundenzeiger hier. Ein richtig toller Wecker für Reise, fürs Büro, für alles hier, wenn Sie immer rechtzeitig aufwachen wollen und immer die exakte Uhrzeit brauchen, weil das eine Funkuhr ist, die da drin ist. Sehr, sehr schick. Und wie gesagt, eine Snooze-Funktion hat auch, was für diese Analoganzeigen wirklich was Besonderes nochmal ist. Ein atomuhrgenauer Funkwecker mit Snooze-Funktion für 10 Euro habe ich so noch nicht gesehen. Unglaublich klasse hier. Die Bestellnummer haben Sie sicher oben gelesen. Denken Sie dran, es war unser Preisalarm. Maximal ein Stück pro Besteller. Oh, weiter geht's auch schon. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal sauber machen. Jetzt wird geputzt. Oder was ist das für eine Fenster? Das ist ein Fensterwischer mit Schwamm und Abzieher, aber das Wichtige hier, ein Teleskopstab mit zwei Kippgelenken. Das heißt, du hast also eine enorme Verlängerung auf bis zu 95 cm und du kannst auch Schrägdächer, zum Beispiel Wintergarten, kannst du hier außen oder auch innen abziehen, ohne großes Problem. Da sehen wir das auch mal. Das wäre ein Flachdach von einem Wintergarten wahrscheinlich, was wir hier sehen. Aber das wäre außen auch gut. Der Christian aus Mehring schreibt, ideal für Badfliesen bis unter die Decke. Fenster, die bis zum Boden reichen, aber nur in der Mitte geöffnet werden können. Die äußere, untere Seite kann ich nun bequem und gefahrlos putzen. Also ich glaube, so Fenster, wo man schlecht rankommt, die kennen wir alle. Oder wo du gar eine Leiter oder irgendwas brauchst zum Draufklettern. Ja. Ich glaube, mit 95 cm Verlängerung kommst du da jetzt auch ohne Klettern gut bei. Ja, wir haben am Wochenende auch Fenster geputzt wieder. Es gibt ein paar Fenster, da musst du wirklich manuell rangehen. Machst du es selber? Ja. Kannst du es gut? Ich habe einen Fensterputzroboter von Pearl natürlich, aber wir haben so ein kleines Fenster. Hättest du jetzt, ja nicht raus. Igor, hättest du jetzt ja gesagt, hätte Monika dich gleich eingeladen. Komm mal zu mir, Marcel. Nein, das habe ich ja. Natürlich putze ich Fenster. Ja. Die Lena aus Hamburg schreibt übrigens, genau das habe ich gesucht und bei Pearl gefunden. Super Teil, wenn man nicht mehr so beweglich ist und nicht mehr auf Leitern grabbeln mag, wenn man Fenster putzen will. Aber auch das nach unten finde ich ganz wichtig. Da musst du auch nicht mehr in die Knie gehen und einfach einschäumen und dann abziehen. Ich könnte mir das auch vorstellen, wenn du zu Hause mal die Windschutzscheibe sauber machst. Dreimal. Aber es ist doch wirklich genial hier, mit diesen Gelenken. Ja. Dass du wirklich hiermit überall rankommst, müsstest du hier verdrehen, den Arm verdrehen hier. Das ist wirklich gigantisch. Sehr, sehr cool, das Produkt hier. Also ich denke, im Fachhandel zahlst du weitaus mehr als das Doppelte. Ich habe es noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier jetzt für 10 Euro eine tolle Idee, eine richtig tolle Haushaltshilfe, glaube ich, für viele Situationen. Auch Duschkabinen, ja. Wenn du da zu klein bist, um dran zu kommen. Aber das mit den Fliesen, die bis an die Decke gehen, finde ich auch ganz wichtig. Dachfenster, Dachschrägen. Glastüren, ja, also alles ganz einfach. Die Bestellnummer ist die NX3803 und die 569 Wintergärten, um das zu vervollständigen. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungspunkte und Sie werden mit Sicherheit dadurch eine enorme Erleichterung haben. Ja, auch sowas, ne? Da oben, dieses flache Glasdach, ist sehr schwierig sauber zu machen. Da musst du also mit einer Leiter bist du da Quadratmeter für Quadratmeter unterwegs, musst immer wieder runter, die Leiter verstellen. Hier ganz, ganz einfach. Also finde ich genial. Habe ich auch noch nie gesehen, nicht mal im Fachhandel. Wir machen aber auch schon weiter mit Diana mit dem nächsten Produkt. Also geputzt haben wir jetzt auch. Jetzt mal schauen. Dankeschön. So, oh, jetzt was haben wir hier? Wow, jetzt haben wir ganz besondere Mäuse. Cool. Und zwar möchtest du ergonomisch geformte Mäuse. USB. Sehen wir, Kabel gebunden, aber das ist für alle, die ein bisschen Probleme haben mit dem Handgelenk. Früher hat man von Tennisarm gesprochen, viele sagen auch heute Mausarm dazu, das ist eine Sehnenscheidenentzündung. Carpotunnelsyndrom ist, glaube ich, der Fachbegriff dafür. Mausarm, glaube ich, umgangssprachlich. Aber schauen Sie mal, hier bei Diana sehen wir es noch besser. Man hat eine natürliche Handhaltung und kann trotzdem alles bedienen.
die ist unglaublich beliebt. Ich hatte heute Morgen übrigens einen Termin bei meinem Hausarzt, ja, Krebsvorsorge. Und der, da wird ja auch alles elektronisch eingegeben. Der hat genau so eine Maus gehabt. Da habe ich gedacht, der ja, ist Arzt, der weiß, was gut ist für die Handgelenke. Übrigens, hier müssen wir eine kleine Einschränkung machen. Wenn ich mich nicht irre, ist die wirklich ausgelegt für Rechtshänder, Monika, oder? Müsste draufstehen. Ja, ich glaube, ja. Ja, aber Linkshänder hat hier keine Chance. Mhm. Ja. Richtig. Mhm. Aber super bequem. Meine Hand liegt, ich habe das Gefühl, das immer, muss immer so, so liegen. Ne? Normalerweise, wenn wir haben diese Maus, so. Mhm. Man verdreht den sonst, so. Ja. Aber hier, guck mal, das ist meine Hand einfach liegt und jemand gibt mir Maus. Ja. Auch fürs Zocken richtig gut. Ah. Weil zocken tut man ja auch meistens mehrere Stunden und auch da natürlich ein Riesenvorteil. Bist du so ein Zocker, der mehrere Stunden zockt? Ab und zu. Was für ein Spiel? Ich habe früher immer, das darf ich jetzt ja nicht sagen. Das darfst du nicht darfst sagen. Du ruhig sagen. Das Spiel Sims. Darfst du sagen. Sims. Ja. Das haben wir alle gespielt. Aber ich habe dir mal sterben lassen. Oh Mensch. Wie bitte? Okay. Sims. Also ich bin... Ja, genau. Bin unwissend. Ich kenne das Spiel nicht, aber hört sich lustig so, an. So ein Haus und steuerst die Familie, was die machen. Ich weiß, dass ich spiele das auch. Oh, du spielst das auch? Ich habe das gespielt früher. Ja, jetzt plötzlich. Ich habe das früher, als Kind habe ich das gespielt. Kind, ja. Na, also. Ich habe Contra 3 gespielt, Need for Speed. wirklich. Ich hatte meinen Cousin, das war Jungs, ich habe nur... Also ich bin da raus. Ich bin da raus beim Zocken, bei diesen Computergames. Aber ich könnte mir das auch in der ganz einfachen Bedienung, auch ohne Gamen, könnte ich mir das wirklich entspannt vorstellen. Weil man merkt das wirklich schon, weil man die Hand ganz natürlich hinlegt. Und trotzdem, ich glaube, eine kleine Umgewöhnungszeit braucht man, wenn man die normalen Mäuse, aber das hat man innerhalb von ein paar Minuten hat man das raus, oder Ingo? Ja. Es ist wirklich, also die sieht man wirklich sehr oft eben an Arbeitsbereichen, wo viel mit Maus gearbeitet wird, an Computerarbeitsplätzen. Dass da eben ergonomisch korrekte 1, 2, Tastaturen und Mäuse verwendet werden. Die Maus ist richtig klasse, sehr hochwertig auch hier mit diesem gummierten Außen, dass man da wirklich einen guten Griff auch hat, das finde ich immer wichtig und eben auch sehr exakt. Richtig, also egal, ob Sie zocken wollen oder auch im Homeoffice vielleicht sind, allein im Büro, da sitzt man ja auch meistens mehrere Stunden am Tag und hiermit entlasten Sie einfach Ihr Handgelenk und ich denke auch einfach mal den ganzen Armbereich. Also das ist wirklich nur zu empfehlen. Wir haben auch sehr viele Kundenbeiträge, die hier begeistert sind. Zum Beispiel die Iris aus Duisburg hat uns geschrieben, entlastet die Finger und das Handgelenk enorm. Und der Jonathan hat uns geschrieben, leichte Handhabung nach kurzer Umgewöhnung. Das Handgelenk wird sehr entlastet zu empfehlen. Also nutzen Sie unbedingt jetzt die Gelegenheit. Wir haben übrigens noch einen optischen Sensor. Das bedeutet, Sie können hier auch ohne Mauspad arbeiten. Aus nahezu jedem Untergrund. Finde ich auch wirklich super, die Bestellnummer ist die PX 4979 und die 569. Und für 10 Euro sollten Sie auf jeden Fall investieren. Also, putzen, Computer, hier kann wieder alles passieren in der 10-Euro-Überraschungsshow. Deshalb lohnt es sich auch, jeden Tag reinzuschauen. Immer wieder neue Schnäppchen um 19 Uhr und um 17 Uhr natürlich auch fast jeden Tag die 5-Euro-Überraschungsshow. Und das dürfte eine Handyhalterung sein, eine oder? Handyhalterung fürs Fahrrad mit Gummierung. Das heißt, das Handy wird auch noch geschont. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber im Auto wissen Sie ganz bestimmt, man darf das Handy nicht mal angucken, schon kriegt man einen Strafzettel. Beim Fahrradfahren auch dürfen Sie das Handy auch nicht in der Hand halten. Wir benutzen das Handy für so viel inzwischen mit Navigieren, Musik hören, all diese Sachen. Jetzt haben Sie die perfekte Halterung für Ihren Fahrradlenker. Das wird ganz einfach mit dieser Klammer drumherum gemacht, werkzeuglos übrigens. Mhm. Nicht nur für Fahrräder, du hast doch so einen E-Scooter, Moni. Ne? Ja, richtig. Auch da passt es auf jeden Fall um diesen Griff rum. Mhm. Und auch da darf man nicht am Handy sein, egal mit was Sie am Straßenverkehr teilnehmen. Das darf man auf jeden Fall nicht. Wisst ihr eigentlich, was Fahrradfahren kostet? Also mit dem Handy in der Hand Fahrradfahren, wenn du erwischt wirst? Ich bin mal erwischt worden und habe 25 bezahlt. Das ist aber schon eine Weile her. Also letztes Jahr hat es noch 60 Euro plus Verwaltungsgebühren. Also das sind nochmal so um die 95 Euro gekostet. Ich glaube, gibt mittlerweile sogar einen Punkt. Wenn du einen Führerschein hast, bekommst du auch noch einen Punkt in Flensburg. Ich bin da nicht ganz sicher. Echt? Aber ich weiß, dass es richtig teuer ist. Und jetzt eine Halterung, optimal für zwei Räder hier, für 10 Euro. Und ich weiß, dass sich ja auch viele navigieren lassen. Es gibt ganz tolle Apps für Radtouren. Ja. Ja, aber das Handy in der Hand ist sowieso eine schlechte Idee bei jeder Art von Teilnahme am Straßenverkehr. Und deshalb macht das wirklich Sinn.
Ja, vor allem, die hält ihr Handy auch richtig fest, auch wenn sie mal über Kopfsteinpflaster fahren oder so. Das wird richtig festgehalten hier. Da ist noch so ein Gummi da, sehen Sie das? Die geht, das geht da um die Ecken, das heißt, das fällt da auch nicht runter. Klar, das sind ja auch Werte, so ein Handy heutzutage. Ja. Damit kann man das wirklich perfekt anbringen, ich würde sagen, auch für Motorräder. Hier steht für alles bis zu 4 cm Durchmesser. Ja, da sind Motorräder auch dabei beim Lenker. Also Lenkerdurchmesser. Ja. Du, ich könnte mir sogar vorstellen, dass du damit mit dieser Halterung, mit den Gummizügen in allen vier Ecken sogar Downhill fahren kannst, ohne dass das Handy oder auch über Kopfsteinpflaster. Also wirklich eine sichere Halterung, so würde ich das jetzt einschätzen. Aber mit Sicherheit eine Verhinderung von Strafzetteln. Und gerade in Großstädten wird das mittlerweile vermehrt kontrolliert. Rote Ampeln und Radfahrer und Handynutzung und Radfahrer. Ja. Und da kann es mal richtig teuer werden. Ja, es ist ja auch sicherer, ne, wenn man das Handy nicht in der Hand hält, beide Hände am Lenker hat. Die Fahrradhalterung mit Gummifixierung für Smartphones hat die Bestellnummer PX1962 und die 569. Kein Preisalarm, das heißt, Sie dürfen auch hier gerne bis zu 5-mal zulangen. Ideal natürlich dann gleich die ganze Familie damit auszustatten. Eine wirklich sehr gute Halterung, die jeder, der ein Fahrrad hat, haben sollte. Ja, Fahrradfahren ist ja vor dem Trend. Jetzt beginnt dann wieder die Fahrradzeit. Ah, also das genau schön, der richtige Zeitpunkt. Und es geht immer noch weiter. Ich bitte, wenn Ihnen was gefällt, wie jetzt gerade diese Fahrradhalterung fürs Handy, schnell sein, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Das könnte auch bei diesem Produkt ganz schnell passieren, weil das ist ein Multimedia-Gerät. Es ist im ersten Moment natürlich ein Radio, ein UKW-Radio, aber dieses Radio besitzt einen MP3-Player, den ich per USB oder MicroSD füttern kann. Wir haben ein großes Display, Bluetooth-Fähigkeit und das Ganze muss auch nicht mit Batterien gefüttert werden, sondern ist auch noch mit Akkubetrieb, die lange halten. Und also 10 Euro für so ein Radio, das ist ein Schnäppchen. Ja, allein schon als Bluetooth-Box für 10 Euro ist das ein Schnäppchen. Aber wir können hier auch noch Radiostationen speichern. Wir hören ja so gerne Musik und Radio. Das sollte man also wirklich dann hier auch haben, weil viele hören Radio inzwischen tatsächlich übers Handy. Das geht natürlich ins Datenvolumen. Hier haben Sie ein unabhängiges Radio, auch mit Kopfhöreranschluss noch dabei. Sie können hier wirklich alles abspielen, sogar USB-Sticks und SD-Karten. Ich finde das richtig klasse. Auch die Bluetooth-Box, die klingt gut, diese kleine Box. Und eine kleine Taschenlampe ist auch noch dran, also für alle Notfälle. Und hier schreibt uns der Richard aus Saarbrücken. Passt in jede Jackentasche. Sehr kompaktes Kleingerät mit erstaunlich gutem Klang. Nach eigenem Musikprogramm oder Hörbücher über USB-Stick oder Micro-SD-Kärtchen kann man leicht zu den aktuellen Nachrichten im UKW-Radio wechseln. Top-Teil, sehr empfehlenswert, verkürzt mit Kopfhörern die lästigen Wartezeiten beim Arztbesuch und andere Rumhängezeiten, wie zum Beispiel in der Deutschen Bahn. Auch als kleine Musikbox am Baggersee oder beim Picknick bestens geeignet. Dankeschön für diese Zuschrift. Also ich glaube, so ein kleines Radio, und wenn es nur für die Küche oder für die Werkstatt oder für den Garten ist, ist wirklich sehr gesehen. Und die Zusatzoptionen sind natürlich ein Riesenplus. Ja. Super klein und es funktioniert mit Akku. Es ist kein Batteriefresser. Einfach ab und zu mal ans USB-Netzteil hängen. Und Sie haben hier ungestörten Musikgenuss, Nachrichtengenuss, Hörbücher, Podcasts. Wir hören so viel inzwischen. Und ich liebe es einfach, Radio zu hören auch, muss ich wirklich sagen. Ich höre die ganze Zeit, ich bin ja immer 2,5 Stunden unterwegs, ich höre die ganze Zeit Radio und Podcasts. Kann ich alles damit machen? Holen Sie sich den, es ist ein Riesendeal für nur 10 Euro. Ja, die Bestellnummer ist die ZX1714 und die 569. Und egal ob beim Wandern, beim Picknicken, am Baggersee, es kommt ja bald wieder die See- und Schwimmbadzeit, ich glaube, oder im Garten, wenn die Gartenarbeit ansteht, das ist einfach ein sehr praktisches Radio. Keine Folgekosten, das können wir sagen. Wenn man es per USB aufladen kann, also die Strommenge, die man hier lädt, die dürfen wir vernachlässigen. Man muss auf jeden Fall keine lästigen Batterien nachkaufen. Und das war sie schon wieder, unsere heutige 10 € Überraschungsshow mit wirklich vielen genialen Teilen. Ich werde mir auf jeden Fall die doppelglasigen Gläser holen für Latte Macchiato. Decke. Ja, das war wieder klar. Die Kuscheldecke. Monika, hast du irgendwas? Ja, die Maus. Die Maus. Die ergonomische Maus. Ich finde das hier klasse. Radio. Das ist Radio. Und so hat jeder sein Lieblingsprodukt. Sie hoffentlich auch. Dann spätestens jetzt ran und bestellen. Und bleiben Sie bei uns. Es geht interessant weiter.